Tatort, Endhaltestelle in Sandow. Hier stand eigentlich mal ein Fahrkartenautomat. Der wurde nicht geklaut, sondern abtransportiert. Dreiste Pyromanen sind schon wieder in der Stadt unterwegs. Mit Sprengkörpern zerstören sie die Automaten. In den letzten Tagen hat es insgesamt 2 erwischt. Der letzte wurde Sonntagnacht in Sandow zerstört. Das ist dann schon der 8. innerhalb der letzten 2 Jahre. An die Geldkassetten sind die Täter bis jetzt zum Glück nicht rangekommen. Aber erwischt wurden sie leider auch noch nicht. Das ist auch schwierig, Augenzeugen gibt es keine. So können die Täter nur schwer ermittelt werden. Die Automaten sind auch mit so einer Art Alarmanlage gesichert. Allerdings ist bei so einer Vollsprengung ist immer schwierig. Dann ist gesprengt und dann ist das auch kaputt. Also kann es auch keinen Alarm mehr schlagen. Wenn man nur so versucht, den zu öffnen, geht natürlich, schlägt der Alarm an und wir werden informiert. Ansonsten ist es schwierig. Ein Automat kostet bis zu 35.000 Euro. Ärgerlich ist das nicht nur für Cottbusverkehr. Auch die Fahrgäste bekommen Probleme. An den Haltestellen gibt es dann erstmal keine Möglichkeit mehr, Fahrkarten zu kaufen. Die Automaten ersetzt Cottbusverkehr, aber das dauert. Das ist so, wir können keine Einzelautomaten bestellen. Wir müssen uns da immer an eine Mengenbestellung ranhängen, also warten, bis mal ein anderes Verkehrsunternehmen Automaten bestellt. Und das kann bis zu einem halben Jahr oder sogar auch länger dauern. Bis dahin können Fahrgäste ihre Fahrkarten immer noch in der Straßenbahn, bei den Busfahrern oder in den Geschäftsstellen kaufen. Die Polizei ermittelt noch. Gegen die blinde Zerstörungswut der Täter sind Cottbusverkehr und Fahrgäste erstmal machtlos.